Na super. Hallo. Mach's mal. Danke sehr. Der Flammenwerfer ist nützlich. Da war nichts. Ich bin in Gemini, Waits. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six in Gemini die Gelder gestrichen hat. Okay. Ein Lastenaufzug, den wir wieder in Betrieb nehmen müssen. Du bist tot? Gut. Ich traue den Dingern trotzdem nicht, wenn sie tot auf dem Boden liegen. Überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Eigentlich, nee. Verbesserung für Plasma Snyder benötigt. Nee, auf jeden Fall noch Entschuldigung, dass ich, dass die Folge heute mal ohne Anmoderation startet. Ich habe eben vergessen, ab und an zu moderieren. Es tut mir leid, bitte schlagt mich nicht dafür. So, wir speichern nochmal ganz schnell. Und dann schauen wir mal weiter. Also erstmal alles hier mit Strom versorgen. Ach, guck mal, hier können wir auch nochmal... Oh, schon wieder nichts drin, ey. Das Spiel ist so undankbar, ne? Ich höre doch schon wieder Geräusche. Ey, stimmt meine ich. Achso, ich glaube, das ist wieder eine nette. Guten Tag. Na? Wie ist so? Alles fit im Schritt? Alles los in der Hose? Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Ah, eine Bauchrednerin. Ich verstehe. Aber schöner Ausblick hier. Ich glaube, so würde ich es wahrscheinlich auch machen. Bekanntes Gesicht zu sehen. Ja, ja, Herr Bauchredner, es ist sehr schön. Ist doch auch schön. Einfach aufs Ende warten und einfach irgendwo hinsetzen und einfach irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. So, wir sind wahrscheinlich hier durch. Hör auf, so laut zu husten! Okay. Okay, okay, okay. Naja, dann bin ich jetzt erstmal wieder desinfiziert. Komm, vergiss es. Wo geht's hier hin? Okay. Okay, hier können wir sowieso nichts machen. Also, warte. Unnötige Kartenfragmente mitnehmen. Mach ich natürlich gerne. Genug Gerede jetzt, Waits. Sicherheitsvorkehrungen sind noch intakt, bedeutet, hier sind wieder Kameras aufgestellt. Und hier sieht alles ein bisschen kaputt aus. Und irgendwo läuft, glaube ich, auch... Ja, ich glaube, hier müsste mal wieder ein Klempner ran. Was sind das denn hier für Labore? Wofür denn diese komischen Greifarme hier? Naja. Hier ist schon wieder nichts drinne. Undankbares Spiel. Da, siehst du? Kamera. Uno momento. Ich will mal ganz kurz... Danke sehr. Ah, guck mal. Und da hinten... Kriegen jetzt wahrscheinlich eine Erweiterung für den Plasmaschneider, wenn ich mich nicht irre. Ja, siehst du wohl. Geilomatico. Das finde ich super. So, kann ich... die Kamera vielleicht ausschalten. Sixen, starten Neuverkabelung. Kamerafeed. Die macht trotzdem noch Geräusche, okay. Dann schneide ich das Ding jetzt mal eben kurz hier auf, wenn wir hier überhaupt durch müssen. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Jetzt, mach doch. So. Mit der Erweiterung können wir natürlich auch noch andere Türen jetzt wahrscheinlich aufmachen. Das ist gut, glaube ich. Ein bisschen dunkel hier, ne? Unnötige Kartenfragmente. Yeah, geil. Und hier ist wieder ein Terminal. Mhm.
Service-Anfrage. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Na super. Ja, guten Tag. Okay. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Es kann sein. Nein, komm. Geduckt laufen. Das ist doof. Das ist dumm, was ich mache. Dumm und töricht. Okay. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's hoch. Warum geht's hier hoch? Tür verschlossen. Schade. Na gut, ich... Oh, die ist geh doch runter. Achso, weil es eine Leiter ist. Ich wollte jetzt einfach aus dem Lüftungsschacht raushüpfen, aber hier ist eine Leiter. Da musst du ja runterklettern. Da kannst du nicht einfach runterspringen, da musst du runterklettern. Hier lag doch gerade eben was, oder nicht? Ach, das war das Licht da. Okay, alles klar. Hier wieder irgend so ein Gekritzel. Die Leistungsschalter, Waits. Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Ich höre ihn doch wieder, den alten Spongo. Der alte Stricher. Haben wir den Androiden jetzt hier eigentlich weggelockt? Damit? Indem wir Service-Anfrage gemacht haben? Da ist er wieder. Weil ich wette, der liefert bestimmt hier die ganze Zeit rum, kann ich mir gut denken. Und wenn wir jetzt nämlich an den Computer gegangen wären, während er noch hier gewesen war, hätte er es bestimmt bemerkt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich hier nur weg. Guck mal, so viele Kisten, die wir alle nicht öffnen können. Ist das nicht schön, liebe Freunde? Ist das nicht der Hammer? Eigentlich nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Gut. Rums. Ey, Schnuppi ist wieder am Start, ey, geil. Mal nenne ich ihn Schnuppi, mal nenne ich ihn... Pimmelkopf. Tolle Beinarbeit. Ey, Kollege, Alter. Warte, ist los, ey. Dass die Androiden da auch nichts gegen machen, ne? Das wäre so geil, wenn die sich wirklich da mal mit dem Vieh dann prügeln würden, ey. Aber ich würde das so mega feiern. Hallo? Na, ich habe hier nichts am Computer gemacht. Jans und Janischt. Jetzt müssen wir natürlich wieder irgendwie zurückkommen, ne? Jetzt läuft er natürlich hier wieder rum. Diese scheiß Bierdosen. Sende Bericht an Apollo. Mach mal. Ja, ich und meine Bierdosen. Ist übrigens schön. Zumindest schön, ne? Diese Bierdosen. Ich finde das, ich finde die Physik hier eigentlich ganz geil. Die Bierdosen, ich finde es schön, dass die da oben kein Loch zum Trinken haben. Sind anscheinend leer, haben aber kein Loch zum Trinken. Jetzt latscht da hier die ganze Zeit rum, Mann! Hau ab! Fünf. Es ist ein Alien. Ein Xenomorph. Check's mal. Ja, das ist wieder ganz toll. Alter, wag es nicht, hier einmal runter zu gucken. Wirklich, dann. Ich klatsch dir eine. Ja! I'm ready for takeoff, Alter. Mal Tür auf hier. Ist er schon wieder raus? Ja, hallo. Nein, ihr macht den hier. Schnell. Alter. Das war knapp gewesen. Wo sollen wir lang? Hier rein? Okay, mach ich. Komm. Da steht er da und wartet auch noch auf mich. Ekelhaftes Drecksvieh. Boah. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Alter.
schön. Steht er da, guckt dich blöd an. Mhm. Oh Gott, Alter, das ist so ein Arschlochspiel, ne? Die verarschen einen von vorne bis hinten. So, da ist nichts drin, ne? Hier liegt Müll. Das ist gut. Müll ist immer gut, ja. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wir sollen da bestimmt die Leiter hoch, ne? Hier komme ich nicht rein, leider. Ich muss mich mal kurz hier ein bisschen hinsetzen. Ein bisschen mehr mit meinem dicken After hier auf dem Stuhl platzieren. So, pass mal auf, dann gehen wir hier einmal kurz hoch. Ich finde es übrigens auch toll, dass hier immer so Bänke rumstehen. Das ist bestimmt einfach nur dafür, damit die Leute warten können, falls die Treppe mal wieder zu spät sein sollte. Ist die deutsche Treppe. Kommt immer zu spät. Hat immer Verspätung. Ah, ne, da ist schon wieder so ein Scanner. Ah, was haben wir denn hier? Zugangscode benötigt. Hey, da ist ein Sprengkabel. Super. Holen wir uns gleich. Erstmal ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, der wäre wieder rausgehüpft. Sensor. Und ich schaue hier mal kurz rein. Vielleicht ist da ja der Code drin. Fehler. 2743. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Sixten damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst zu 100% sicher ist. Was? Hä? Ich wurde? Dass die Zukunft von Sevastopol selbst 100% sicher ist. Was? Verhandlungen mit den gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Sixen in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshals werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. 2743, weißt du? Wo war das Teil denn jetzt gewesen? Alle Ausrüstung im Besitz von Sixen. Das ist alle Ausrüstung, ja? Das ist ein Sprengkabel und eine Kiste. Es ist doch alles. Was war das nochmal? 43? Oder 34? 43, glaube ich, ne? Ja. So, ich bin ja allwissend. Gut, in der Kiste war auch nichts. Es war einfach nur ein Sprengkabel. Der gesamte Besitz von Sixen in dieser Station ist ein Sprengkabel. Ist schön. Ist gut zu wissen. Ich schaue nochmal ganz kurz. Ich habe ja noch nicht alles durchgemöbelt. Durchgestöbert. So, Zimmer. Nichts. Gut. Schnubbi hält sich ja noch ein bisschen zurück. Das ist schön. Das freut mich. Ich schaue nochmal ganz kurz. Warte, jetzt musste ich mal. Ja, wir müssen gleich Folgenende machen. Halt die Fresse. Scheiße! Kacke! Na super! Hallo! Mach's mal. Danke sehr. Der Flammenwerfer ist nützlich. Da war nichts. Das war nur eine Illusion gewesen, was du gesehen hast. Schnell runter hier! Aktivieren Sie die Leistungsschalter der Gemini-Anlage. Was meinst du wohl, was ich hier gerade mache? Pfosten. Ja, ne?
schön. Kommst du mich auch mal wieder besuchen? Das finde ich toll. Lass doch den Arm... Oh, jetzt geht das schon wieder los. Hier Stuhlmobbing, Alter. Das ist... Alter, wirklich, das ist unterste Schublade. Wirklich, ganz ehrlich. So ein unsoziales Alien habe ich echt noch nie gesehen. Hier wieder, bitte einmal wieder Hashtag ein Herz für Stühle. Würde ich mich sehr drüber freuen. Weißt du was? Wir machen mal eben kurz den hier. So. Und dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Ach, guten Tag. Na? Und hier ist wieder ein Schalter. Ich würde aber sonst sagen, ich beende die Folge erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi.